Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne mal an GBA und GKV Spitzenverband eine Frage stellen. Vielleicht, dass Sie das Problem des Off-Label-Use noch mal ein bisschen ausarbeiten könnten. Da ist mir noch nicht ganz klar, wie es darum bestellt ist. Also was sind die grundsätzlichen Kriterien? Macht es hier Sinn? Und dann möchte ich auch gerne noch mal wissen, wie das Verfahren aussieht, gerade wenn jetzt die Krankenkassen im Einzelfall eine Kostenübernahme prüfen, wie die Anspruchsgrundsätze sind und ob Sie auch meinen, dass man hier etwas ändern sollte an der jetzigen Situation. Danke. Der gemeinsame Bundesausschuss war, glaube ich, zuerst gefragt. Bitte, Herr Grün. Also das Verfahren. Nehmen Sie das Mikro ein bisschen näher zu sich ran. Und bitte anmachen. Entschuldigung. Die Kriterien, nach denen ein Off-Label-Use zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung bewertet wird, sind im Wesentlichen drei. Erstens die Indikation, in der ein Arzneimittel in dem nicht zugelassenen Anwendungsbereich eingesetzt werden soll. Bei der muss es sich um eine schwerwiegende Erkrankung handeln. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist das der Fall, wenn es sich hierbei um eine lebensbedrohliche, regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung handelt oder um eine solche, die die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigt. Die zweite Voraussetzung ist, es darf keine zugelassene Therapiealternative oder erbringbare Therapiealternative vorhanden sein. Und schließlich muss die Studienlage in einer Weise beschaffen sein, dass die begründete Aussicht auf einen Behandlungserfolg besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist hier regelmäßig oder grundsätzlich zu fordern, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass grundsätzlich Studien, randomisierte, kontrollierte Studien in der Qualität von Phase-3-Studien vorliegen sollen. Ob das jetzt in Bezug auf ein konkretes Arzneimittel der Fall ist, kann man nur am Einzelfall beurteilen. Für den GBA möchte ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass die grundsätzliche Fragestellung, ob man überhaupt Cannabis legalisieren soll, eine gesundheitspolitische Fragestellung ist, die sich aus dem spezifischen Blickwinkel der Bewertung von Leistungen, so wie es der gesetzlichen Aufgabenstellung des GBA entspricht, so nicht beantworten lässt. Also das ist primär eine gesundheitspolitische Zielsetzung, nicht eine medizinische Bewertung. Danke. Der GKV-Spitzenverband war gefragt. Bitte. Also mein Name ist Simon. Ich glaube, ich habe meinen Namen vorhin nicht genannt. Also eine grundsätzliche Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln ist erstmal eine ordnungsgemäße Zulassung, eine arzneimittelrechtliche Zulassung. Das dient auch dem Verbraucherschutz. Beim Off-Label-Use haben wir das regelmäßig nicht vorliegen. Von daher gelten dort ganz besondere und strenge Maßnahmen und Richtlinien und Einschränkungen. Einmal grundsätzlich liegt keine Erstattungsfähigkeit vor. Besteht ein Grund, ein ärztlicher, medizinischer Grund, ein Arzneimittel im Off-Label-Use zu verordnen, kann im Regelfall dann eine sozialmedizinische Begutachtung durch den medizinischen Dienst erfolgen und dann wird im Einzelfall geprüft, ob eine Erstattungsfähigkeit vorliegt. Danke. Wer fragt weiter für die FDP? Ja, was die Voraussetzungen sind, war hier noch die Frage dazugekommen. Die Voraussetzungen müssen im Einzelfall geprüft werden. Es muss also, Herr Grün hat es ausgeführt, die schwerwiegenden Erkrankungen vorliegen und die sonstigen Voraussetzungen sollten auch vorliegen, nämlich dass entsprechende Daten vorliegen, evidenzbasiert möglichst und natürlich keine Therapiealternative. Danke. Wer fragt weiter? Ich darf noch mal Kollege Landvermann. Konkret auf den Antrag der Grünen Fraktion kommen, wo ja noch mal gefordert wird, eine Liste von Indikationen zu erstellen, anhand derer eine ärztliche Empfehlung zum medizinischen Gebrauch von Cannabis ausgestellt werden soll. Darf ich Sie noch mal konkret fragen, wie beurteilen Sie diesen Vorschlag
Und woher soll der Patient aus Ihrer Sicht das Cannabis beziehen, wenn dieser über eine entsprechende ärztliche Empfehlung verfügt? Und wer soll am Ende die Kosten tragen? Und wie sieht es eigentlich, vielleicht die Zusatzfrage auch noch mal aus, mit der Höhe der Kosten auch im Vergleich zu anderen Therapien, weil wir ja vorhin auch die Meinung gehört haben, das sei wohl selten, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Cannabis die erste Wahl sei, sondern dass es sehr oft nur praktisch gebraucht werden sollte, wenn die ansonsten verfügbare oder übliche Therapie nicht anschlägt. Diese Frage geht an den GKV-Spitzenverband, ne? Und die Ärztekammer, ja. Und die Ärztekammer. Dann erstmal der GKV-Spitzenverband, bitte. Also dem Antrag entnehmen wir, dass es sich hierbei um einen bunten Strauß von Erkrankungen handelt, die mit Cannabis behandelt werden sollen. Wir lehnen eine solche pauschale Liste ab. Das ist nicht zielführend, insbesondere wir für viele der auch genannten Erkrankungen alternative Therapien vorliegen haben. Von daher ist auch hier eine Grundvoraussetzung nach dem BSG-Urteil vom 19. März 2002 nicht gegeben. Was die Kosten betrifft, wir haben ja ein zugelassenes Arzneimittel, das ist momentan nur in einer Packungsgröße erhältlich. 3x10 Milliliter kosten ca. 600 Euro im Apothekenverkaufspreis. Das entspricht Tagestherapiekosten von ca. 20 Euro. Danke, Herr Simon. Und Professor Radbruch war gefragt. Bitte. Ja, auch für die Bundesärztekammer, aber auch mit meiner eigenen Erfahrung, haben wir halt das Problem, dass tatsächlich da eine breite Palette von Indikationen ist, sodass eine Indikationsliste uns nicht wirklich weiterführt, sondern eher die Frage ist, wie gehen wir dann um, wenn ein Patient aus einer solchen Indikation heraus in der Situation ist, dass die alternativen Therapien nicht ausreichend wirksam sind und die Cannabistherapie jetzt einen zusätzlichen Effekt verspricht oder auch schon im Therapieversuch nachgewiesen hat. Und dann erlebe ich in der Praxis, dass diese Patienten, die zum Beispiel in einer universitären Schmerzambulanz eingestellt worden sind, damit dann jetzt dem Hausarzt übergeben werden. Der Hausarzt stoppt die Therapie, weil die Kosten nicht übernommen werden. Das ist ein Problem, was wir ganz konkret wirklich sehen. Nicht oft. Es passiert mir ungefähr 5-mal im Jahr, dass so eine Situation da ist. Zum Teil kann ich dann Gutachten schreiben und versuchen dann in einem Gespräch mit den Kostenträgern in irgendeiner Form doch noch eine Lösung zu finden. Auch das scheitert oft, sodass dann die Therapie oft wirklich aus Kostengründen beendet wird bei einzelnen Patienten, bei denen es effektiv ist. Jetzt kann diese fehlende Kostenregelung ja nicht ein Argument sein, dass man dann auf Eigenanbau oder Beschaffung von Cannabis ausweichen muss, sondern ich glaube eher, dass hier eine Lösung gesucht werden muss, wie dann für diese einzelnen Patienten tatsächlich auch eine Kostenübernahme gewährleistet werden kann. Und da vermisse ich natürlich jetzt ein bisschen den Lösungsansatz, weil das Fertigarzneimittel eben die Indikation auch nur für eine sehr kleine Untergruppe dieser Patienten hat und die wesentlichen anderen Patienten das eben eher im Rahmen eines individuellen Heilversuchs bekommen. Und da frage ich mich, ob eine Expertengruppe hilfreich sein kann. In der Stellungnahme haben Arzneimittelkommission und Bundesärztekammer gesagt, dass das durchaus dann hilfreich sein kann, wenn das den bestehenden Expertengruppen für Off-Label-Use übergeben wird, mit der Frage, unter welchen Bedingungen können Indikationen beschrieben werden, vielleicht auch ein Vorgehen festgelegt werden, was dann eine Kostenerstattung für diese kleine Gruppe von Patienten gewährleisten kann. Eine Anschlussfrage. Ich habe noch einen Zusatz, ja. Und zwar, weil Sie auch noch mal jetzt von einigen Fällen sprechen. Ich versuche immer noch, die Größe des Problems oder des Themas zu erfassen. Könnte es also auch sein, mal andersherum gefragt, ist der gegenwärtige, sozusagen der legale Zugang zu einer Therapie mit Cannabisprodukten denn geeignet, den medizinischen Bedarf, den man jetzt sieht, jetzt zu decken? Und vielleicht gleichzeitig dazu noch, wie läuft das denn in der Praxis? Wie ist, das kann die Ärztekammer, ja? Wie ist Ihrer Erfahrung nach denn das Verhalten von Ärzten zu beurteilen hinsichtlich zum Beispiel der Verschreibung von Side-Effects? Wie würden Sie das beurteilen? Zurückhaltend oder aufgeschlossen, wie auch immer? Professor Radbruch, bitte. Ja, also nicht nur für die Bundesärztekammer, sondern auch wieder aus eigener Erfahrung muss man sagen, dass die Mehrzahl der Ärzte der Substanz gegenüber erstmal durchaus aufgeschlossen steht. Dass wir allerdings in Deutschland eine klare Trennung haben zwischen dem niedergelassenen Bereich, wo einfach dann Therapiekosten von 20 Euro am Tag einfach eine Barriere sind. Das heißt, es wird dann aus Budgetgründen nicht weiter verordnet. Während im Bereich der spezialisierten Zentren, also insbesondere der Schmerzambulanzen, der Palliativzentren und sicherlich auch vieler neurologischer Einrichtungen, das durchaus angewandt wird. Also da sehe ich keine Berührungsängste. Nach meinem Kenntnisstand gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Pflanzenextrakt aus Selbstanbau oder
aus dem Ausland bezogen besser wirksam wäre als Fertigarzneimittel, also Sativex, oder die Rezepturarzneimittel mit dem THC. Das heißt, aus meiner Expertise raus sind die verfügbaren Substanzen ausreichend, um den medizinischen Bedarf zu decken. Danke. Die nächste Frage ist Kollegin Diekmanns, bitte. Ja, schönen Dank. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Und zwar ist es ja so, dass in Deutschland eine kleine Gruppe von Menschen eine Ausnahmegenehmigung, das BfArM hat, zur Anwendung von Medizinalhanf. Die Krankenkassen können diese Kosten übernehmen. Es geschieht in der Praxis nur sehr, sehr selten. Könnten Sie mal darlegen, in welchen Fällen die Krankenkassen diese Kosten übernimmt und warum sie nicht übernommen werden, wenn eine solche Ausnahmegenehmigung, die ja in ganz wenigen Fällen nur erteilt wird, gegeben ist? Herr Simon, bitte. Dazu liegen mir keine konkreten Informationen vor. Es ist so, wie ich vorhin schon mal betont habe, es sind hier individuelle Prüfungen vorzunehmen und zu prüfen, ob die Grundvoraussetzungen geschaffen sind. Über die Anzahl von abgelehnten oder nicht abgelehnten Anträgen haben wir keine Daten. Das obliegt den Krankenkassen selber. Zum Teil auch im Zusammenhang mit Satzungsleistungen. Dankeschön. Wer fragt weiter? Kollege Ackermann, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Horsten. Ich habe zwei Fragen an die Bundesärztekammer. Kann ein Arzt aus rechtlicher Sicht eine wie im Antrag der Grünen vorgeschlagene Empfehlung überhaupt verantworten, die ja keine Behandlung im herkömmlichen Sinne darstellt? Und die zweite Frage, es ist auch schon ausgeführt worden, dass Cannabis natürlich auch Risiken gesundheitlicher Art darstellt. Wie sieht es denn aus mit den haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Arzt, wenn ein Patient nach der Anwendung von Cannabis gesundheitliche Schäden davontragen sollte? Professor Radbruch, bitte. Wobei ich die Frage nach den rechtlichen Konsequenzen, glaube ich, nicht von Seiten der Bundesärztekammer ausreichend beantworten kann. Ich kann sicherlich sagen, dass aus medizinischer Sicht das eben durchaus kritisch zu bewerten ist, wenn sowohl ein Fertigarzneimittel wie ein Rezepturarzneimittel verfügbar sind, die ein deutlich geringeres Risiko aufweisen, wenn stattdessen ausgewichen wird auf die Empfehlung eines nicht zugelassenen Pflanzenextrakts, der eben ein Infektionsrisiko oder sonstige Nebenwirkungen hat. Wie weit das aus juristischer Sicht zu bewerten ist, glaube ich, muss ich anderen überlassen. Danke. Kollegin Diekmanns, bitte. Da ich eben mit meiner Frage bei dem GKV-Spitzenverband nicht so sehr viel weitergekommen bin, würde ich diese Frage einfach noch mal an den BVSD, also den Berufsverband der Schmerz- und Palliativmedizin, weitergeben. Vielleicht ist denen etwas mehr bekannt, wie diese Fälle in der Praxis, also die Fälle, wo eine Ausnahmegenehmigung vom BfArM erteilt wurde, wie die in der Praxis abgewickelt werden und ob es Fälle gibt, in denen Krankenkassen die Kosten übernommen haben. Palliativmediziner, bitte. Genaue Zahlen sind mir leider Gottes auch nicht bekannt, aber aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass ich für zwei Patientinnen, als es Sativex noch nicht gab, mit Multipler Sklerose in den Regress genommen worden bin. Und ich bin gerade als Gutachter in einem Fall tätig, wo ein Patient mit Multipler Sklerose sich diese Substanz aus den Niederlanden beschafft hat und wegen entsprechender krimineller Tätigkeit vor Gericht steht. Also es bleibt festzuhalten, diese Anträge werden äußerst selten bewilligt. Auch bei Patienten mit Multipler Sklerose habe ich das zumindest erlebt. Und bei allen anderen Patienten in der Palliativmedizin, beim Tourette-Syndrom, Professor Radbruch hat es ja gerade schon bemerkt, gibt es ebenfalls kaum eigentlich bewilligte Anträge. Wir haben eine Umfrage gemacht vom BVSD. Bei etwa 50% der Schmerztherapeuten haben wir Regressforderungen, die sich auch auf solche Dinge ergehen. Und das zeigt, dass doch eigentlich von Seiten der Krankenkassen keine Bereitschaft da ist, dieses Medikament als Ultima Ratio, und darüber sprechen wir ja hier, nach Abarbeiten der normalen Medikation und bei Nichtwirken, dass da eben keinerlei Bereitschaft besteht, dieses Medikament auch durch die Kassen zu bezahlen.